über die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung am 1. August in Berlin haben die Medien in Schwarz-Weiß-Manier berichtet. Die einen sprachen von gerade mal 20.000 Personen aus dem Milieu von Impfgegnern, Aluhutträgern und Verschwörungstheoretikern. Kurzum, Covid-Idioten. Die anderen von 1,4 Millionen Menschen, die Geschichte geschrieben haben. Man hat den Eindruck, die Journalisten hätten über zwei verschiedene Ereignisse berichtet. Ich war auf dieser Demonstration und habe dort gefilmt. Vielleicht nutzen die Bilder, um die Diskussion zu versachlichen und sich wieder gegenseitig zuzuhören. Zunächst einmal die Zahlen. Es waren unzweifelhaft sehr viel mehr Teilnehmer als 20.000. Ich schätze zwischen 80.000 und 100.000. Ich habe alle von mir geführten Interviews benutzt und nur vorne und hinten abgeschnitten. Ich werde auf einen Kommentar am Ende verzichten. Zur Statistik. Ich habe bei den Interviews, wie auch bei den nicht gefilmten Gesprächen, zwei Tendenzen festgestellt. Da ist die Mehrheit, die einmal aus dem grünen Spektrum kam und sich heute als politisch heimatlos betrachtet und nach radikal-demokratischen Lösungen sucht. Die Grünen waren ja mal eine Antisystempartei, die direkte Demokratie propagiert hat. Also linksoffen und explizit nicht rechts. In der zweiten Gruppe sind viele, die reale Existenzängste auf die Straße getrieben hat. Freiberufler, Arbeitslose, Leute, die nicht an jedem ersten des Monats automatisch ihr Geld bekommen. Sie fühlen sich nicht gehört und belogen. Sie bezeichnen sich selbst als unpolitisch und sind offen für die AfD oder für linke Vorschläge, falls diese denn mal kommen würden. Am Straßenrand zu stehen und Nazis rauszurufen oder bei schönstem Wetter mit Maske auf dem Fahrrad Masken anzubrüllen, bringt da wenig und verhindert jede Diskussion. Wir sind auch gegen Nazis, hieß es am Samstag. Es waren, wie die Bilder zeigen, nur eine Handvoll. Wenn die großen Medien also von mehreren Gegendemonstrationen berichten, vermitteln sie einen falschen Eindruck. Die voreingenommene Diffamierung schafft ein politisches Vakuum, das die AfD natürlich gerne füllt. Weil ich für meine Freiheit und für meine Enkel, Kinder und was nicht alles kämpfe, dass sie nicht mit Zwangsimpfungen und mit den ganzen Schulden schon Babys auf die Welt kommen mit 1.300, 400 Euro Schulden, ohne dass sie einen Luftzug geholt haben und so weiter und so fort. Und ich habe das 89 miterlebt, mit der friedlichen Revolution im Osten. Wie gesagt, ich bin ja ehemals DDR-Bürger und möchte das nicht nochmal haben. Denn im Moment habe ich das Gefühl, dass es jetzt schlimmer ist wie damals. Diese Einschränkungen, dieses Mund halten müssen und nicht sagen dürfen, was man denkt und so weiter und so fort. Aber es gibt doch hier auch eine politische Opposition im Parlament. Ja, da bin ich auch sozusagen wählig und ich habe auch schon sagen wir mal, E-Mail-Verkehr. So, und es wird in Kürze auch soweit sein, dass ich sozusagen in die AfD eintrete. Ah, okay, danke. Okay. Weil ich die Maßnahmen, die die Regierung gegen die Pandemie, die angebliche Pandemie verhängt hat, ungerechtfertigt finde. Und zum Beispiel konkret? Maskenpflicht oder auch, dass angedacht wird, dass ein Impfzwang eingeführt wird. Der Impfzwang ist im Moment vom Tisch, ne? Also, okay, das wusste ich jetzt momentan nicht. Ja, aber die können ja wieder drüber reden, ja, das genau. Kann ja passieren. Ja, genau. Und dagegen bin ich auch. Ne? Hat sie das konkret selbst betroffen? Also ich möchte einfach dafür einstehen, dass meine Freiheit auch in Zukunft nicht eingeschränkt wird. Und zwar die Freiheit auf körperliche Unversehrtheit, das ist ja ein Grundrecht. Und ich möchte mich nicht zwingen lassen, irgendwas in meinen Körper einfach reinpumpen zu lassen. Wir haben ja in Deutschland auch politische Parteien und eine Opposition, ne? Jetzt fühlen Sie sich von denen vertreten? Momentan nicht so sehr. Ich meine, höchstens die AfD ist auch dem gegenüber noch kritisch eingestellt. Aber ansonsten, also ich bin politisch jetzt auch nicht so gut informiert, muss ich zugeben. Weil ich die ganze Geschichte, die die Regierung gemacht hat, das geht mir langsam so auf den Senkel.
gegen unsere Freiheiten, unsere Grundrechte, die sie uns weggenommen haben im Augenblick, das geht gar nicht. Kannst du konkrete Beispiele sagen? Ja, die haben zum Beispiel das Grundrecht der freien Meinungsäußerung. Das haben wir auch schon teilweise eingeschränkt. Ah. Das ist schon teilweise weg. Ja, aber du kannst doch noch demonstrieren. Auch kann man das. Deswegen müssen wir ja auch hier hingehen, um das zu machen. Sonst werden sie das auch noch wegnehmen. Aber es gibt doch auch eine politische Opposition. Es gibt Parteien und so. Ja, politische Opposition, da gibt es nicht viele mehr. Also die einzige Opposition, die Partei, die ich selber nicht eigentlich nicht so gerne mag, ist die AfD. Ja. Es ist so, aber es ist die einzige Opposition, die wir noch haben. Das haben wir keine. Weil wir unsere Grundrechte zurückmischen. Sie sind aus Stuttgart? Aus der Nähe von Stuttgart, ja. Und was bedeutet Querdenken? Querdenken bedeutet Querdenken, also selber denken. Nicht alles glauben, was die Medien einem sagen, sondern selber denken. Und 7.11 bedeutet halt, ist die Vorwahl von Stuttgart. Ach so. Wie hat Sie das denn betroffen mit diesem ganzen Corona? Also ich bin zum Beispiel Kernzeitbetreuerin in der Grundschule und ich finde es schrecklich, wenn die Kinder mit Mundschutz rumlaufen müssen. Und ich selber fühle mich total eingeschränkt in meinen Grundrechten, in meiner Reisefreiheit, in meiner Bewegungsfreiheit. Und die politischen Parteien, sind die nicht dazu da, dass dieses... Theoretisch schon, aber sie tun es halt einfach nicht. Es gibt ja keine Opposition im Moment gerade. Außer eventuell ein bisschen die AfD gibt es ja niemanden, der zuhört, der auf Dialog aus ist, sondern es wird alles aufoktroyiert, was wir machen müssen und kein Dialog findet. Von Anfang an, seit es mit dem ganzen Corona-Irrsinn losgeht, viele Fragen beschäftigt haben. Ja. Also die Kenntnis immer mehr dahin geht, dass eine riesengroße Lüge, die uns aufgetischt wird, Menschenrechte werden mit Füßen getreten von einem selbsternannten Menschenrechtsstaat. Und das kotzt mich maßlos an. Ich kann es nicht anders formulieren. Ich selber habe einen Attest und werde permanent gezwungen, Maulkorb zu tragen. Muss mich diskreditieren lassen, muss mich diskriminieren lassen, muss mich bloßstellen lassen. Ich habe mich allen Ernstes schon gefragt, wann kommen die Judensterne wieder, die wir öffentlich tragen müssen, im übertragenen Sinne. Hat Sie das denn persönlich sehr betroffen? Ja, na klar, weil es einfach entsetzlich ist, ein Juden ist. Und das ist ein angeblich demokratischer Rechtsstaat. Das ist grausam. Ich nenne sowas Finanzfaschismus, was wir aktuell erleben. Aber gibt es hier nicht auch Parteien, die eigentlich in der Opposition sind? Nein, gar keiner. Wer in diesem Land, in diesem System, in der Politik ist, ist ganz schnell stromlinienförmig. Beispiel waren die Grünen. Bestes Beispiel. Tunçu Joşka am Anfang, als der Revoluzzer verschrien, ganz schnell waren sie alle ganz stromlinienförmig. Im Gegenteil, in dieser Politik, dieser Pseudodemokratie mitspielen zu wollen, heißt, kein Rückgrat zu haben. Man muss schön, aal, glatt und windschnittig sein. Darauf kommt es an. Und dann ist man als Politiker erfolgreich in diesem Land. Sind Sie hier aus Berlin? Südlich Berlin. Und da ist schon seit Anfang April nichts mehr nachgewiesen worden. Und auch auf der Webseite des RKI kann man die Zahlen selber sehen. Wenn man sie dann zur Bevölkerung in Relation setzt und auch zu den Monaten, die vergangen sind, im normalen Bereich sind. Das heißt, diese Angst vor einer Pandemie ist unserer Meinung nach nicht gerechtfertigt. Oder auch aufgrund der Zahlen einfach nicht gerechtfertigt. Das heißt, die Regierung hat einfach auch falsch informiert. Ja, also die Regierung hat nicht alle Wissenschaftler hinzugezogen, die ja doch was zu sagen haben. Also da ist der Klaus Grönlein, der Doktor Klaus Grönlein, der ist der Doktor Bodak, der seit Jahrzehnten eigentlich Lungenfacharzt ist, dann der Professor Bakti, der 12.000 Lungenfachärzte ausgebildet hat, der ist eigentlich ja beurteilen können. Und warum diese Expertise nicht hinzugezogen wird oder so wenig. Also man hört das jedenfalls nicht. Das verstehen wir nicht. Ich bin hier, weil ich denke, dass die Zahlen, also ich sag mal, wegen der Unverhältnismäßigkeit, wir kriegen Daten geliefert, die zu den Zahlen nicht passen. Deswegen bin ich. Aber
Aber die Politik ist ja auch noch im Spiel. Irgendwie die Parteien, was machen die? Also zu den Parteien sage ich nur so viel, dass ich das Gefühl habe oder es nicht sehe, dass es eine Opposition gibt. Ansonsten kann ich zu Parteien nicht. Was soll ich denn dazu sagen, zu dem, was jetzt? Mhm. Auch? Warum bist du hier? Weil ich Enkelkinder habe. Und weil ich sehe, was es mit den Kindern macht. Das macht mich fertig. Ich selber bin raus. Ich habe das alles hinter mir. War schon oft genug auf der Straße. Hätte nie gedacht, dass ich hier wieder stehe. Aber meine Enkelkinder sind nicht geimpft und sollen nicht geimpft werden und haben Angst und machen Corona. Was weiß ich, was nicht alles, ja. Und werden aggressiv, weil sie meinen, ich habe das nicht. Und, aber bist du grundsätzlich gegen Impfen oder nur jetzt in der Situation? Ich finde diese Impfung einfach nicht kontrolliert, nicht getestet. Wir sind jetzt in der dritten Studienphase. Ich frage mich, wie sowas geht. Es manipuliert unsere Gene. Ich bin nicht grundsätzlich gegen irgendwas, aber ich habe mich da sehr informiert. Und das macht mich alles ein bisschen traurig, muss ich sagen. Und dieses Nichtstun und diese falsche Informationen sind es, die wir kriegen. Die junge Dame hat einen Brief geschrieben mit so einem Packen tatsächlichen Studien und wird das jetzt rausschicken und da steht dann auch drunter, soll keiner sagen, er hat es nicht gewusst. Und die politischen Parteien? Machen gar nichts. Ich habe damals die Alternative Liste mitgegründet. Ich stehe nur da und frage mich, wo ist sie? Wo sind die Grünen? Wo ist das, was mal Wahrheit war? Naja, die machen eine Gegendemo hierzu, ne? Ja, weil wir angeblich rechts sind. Ich bin nicht rechts. Ja, es gibt ja Bürgerbegehren und Volksentscheide bei uns in Deutschland. Also wir haben ein Bürgerbegehren gestartet, eine Volksinitiative. Wo? In Mecklenburg-Vorpommern. Und was besagt ihr? Was wollt ihr? Wenn wir 15.000 Unterschriften haben, muss der Landtag sich mit uns befassen und darüber abstimmen. Ja, aber über was geht es denn? Wir fordern sofort zurück zur Demokratie. Wir fordern Untersuchungsausschüsse im Parlament. Zu welchem Thema? Corona. Und zwar außerparlamentarische Besetzte, weil die demokratischen Parteien ja keine Opposition haben. Also fordern wir, dass Experten dazu gezogen werden. Kann man sehen unter volksinitiative-demokratie.de. Und es wäre super, wenn andere Bundesländer mitmachen würden, weil dann käme endlich mal eine parlamentarische Gewalt an. Also der Lockdown, der war für mich die größte Unmenschlichkeit, also wegen der Unmenschlichkeit des Lockdowns. Ich finde es nicht verhältnismäßig, was passiert ist. Ich verneine das Virus nicht. Aber ich denke mir einfach, es ist viel Leid entstanden, viel mehr Leid, als ohne Lockdown entstanden wäre. Ich denke, ein großes Leid ist entstanden. Hat Sie das persönlich betroffen? Ja. Inwiefern? Arbeitslos. Ich bin Yogalehrerin. Mein Mann ist arbeitslos. Er ist Freelancer, also SAP-Berater. Meine Schwester wollte sich umbringen. Also. Und die politischen Parteien? Die ja eigentlich Opposition machen sollten. Ja, ich bin enttäuscht. Ich bin Grüner seit 40 Jahren, aber jetzt nicht mehr. Also ich bin echt enttäuscht von den Parteien. Also keine Opposition da. Nichts ist da. Ja, das ist ja eigentlich schon halt.